geht's mir. Oha! Oha! What? Also jetzt falle ich ja von allen Wolken. Gib ihm! Komm, nein! Der Upload, der hat sich vervierfacht. Ist das Wahnsinn. Also Leute, wenn die Aliens landen, dann jetzt hier heute bei mir. So Leute, 9 Monate ist es jetzt knapp her, dass ich euch das Starlink-Internet von SpaceX vorgestellt habe. Das Konzept dahinter ist super inspirierend. Wir haben Satelliten in 500 Kilometer Höhe, die eine Art Laserstrahlverbindung zu dieser Schüssel herstellen. Und dann könnt ihr überall auf der Welt Highspeed-Internet empfangen. Und jetzt mögen aber viele von euch denken, hey Leo, du bist doch hier irgendwie in der Vegetation. Wozu brauchst du denn jetzt so eine Schüssel? Ja Leute, vielleicht erinnert ihr euch an das Drama damals. Hier an meinem Standort habe ich weder guten Mobilfunkempfang, noch will Vodafone oder Telekom eine Leitung herlegen. Deswegen war das meine einzige Wahl und damals auch sehr überzeugend. Seit meinem letzten Video ist bei Starlink aber auch einiges kostentechnisch passiert. So wurden die monatlichen Kosten nochmal stark abgesenkt und auch die Hardware hier muss nicht mehr zum einmaligen teuren Preis erworben werden, sondern kann jetzt auch monatsbasiert gemietet werden. Aber Leute, das soll uns heute alles nicht kümmern, denn mir ist beim Durchscrollen auf der Starlink-Seite aufgefallen, dass es mittlerweile auch sogenannte Business-Tarife gibt. Da kriegt man dann eine andere Schüssel von Starlink und wird irgendwie auch datenmäßig priorisiert, hat ein bisschen besser Bandbreite und kriegt eine feste IP-Adresse zugewiesen. Alles coole Sachen, aber der große Nachteil, die neue Schüssel dafür soll um die 2800 Euro kosten. Und das ist dann natürlich schon eine Menge. Deswegen habe ich mir einfach mal gedacht, hey, wie bekommt man das denn vielleicht im privaten Bereich mit Starlink auch viel, viel günstiger hin? Und Leute, was soll ich sagen, neben der einen Schüssel hier habe ich mir eine zweite bestellt. Denn wir werden heute die Internetverbindung von zwei Starlink-Anschlüssen so verbinden, dass wir die doppelte Bandbreite im Download und Upload erhalten und so für einen Bruchteil des Starlink-Business-Tarifpreises eine weitaus höhere Bandbreite erreichen. Wie das Ganze im Detail funktioniert, wie die Performance, der Ping und natürlich auch die Speedtests am Ende sind, schauen wir uns heute alles an. Deswegen bleibt dran und ich gehe jetzt erstmal rein, denn hier wird's kalt. Ah. So Leute, die von euch und gerade die IT-Begeisterten werden sich jetzt fragen, hey Leo, wie willst du das denn hinbekommen? Zwei separate Internetverbindungen, zwei Starlink-Schüsseln so zusammenzuführen, dass wir am Ende die gebündelte Bandbreite, also die doppelte Bandbreite von einer Starlink-Schüssel ganz normal in unserem Heimnetz nutzen können. Als erstes einmal muss klar gemacht werden, dass das, was wir heute hier machen, nichts mit Link Aggregation oder einem sogenannten Load Balancing zu tun hat. Das klingt jetzt alles super kompliziert, es wird heute aber nicht viel einfacher, denn das, was wir machen, und da hole ich mal das kleine Teil hier, ist wirkliches Channel Bonding. Das heißt, wir binden zwei Internetverbindungen zu einer zusammen, schießen unsere ganzen Pakete, die wir hier übers Internet schicken, raus an einen Endserver, wo die Pakete wieder zusammengefasst werden, sodass wir dann wirklich doppelte Bandbreite haben. Um genau zu sein, braucht es nämlich zwei ganz wichtige Komponenten in diesem Channel-Bonding-Verfahren. Und das ist einmal ein spezieller Router bei euch zu Hause und aber auch ein Server bei einem Service-Provider, wie zum Beispiel Hetzner, Avoro oder andere Anbieter, die es da so gibt, die dann für das sogenannte Bonding zuständig sind. Das Grundkonzept sieht dabei folgendermaßen aus. Der kleine Router in eurem Heimnetz hat mehrere Anschlüsse. Einen davon könnt ihr nutzen, um damit auf dem Ethernet-Switch zu gehen und damit euer gesamtes Haus, euer gesamtes Netzwerk zu versorgen. Die anderen Ports, seien es 2, 3, 4 oder 5, können dann aber jeweils mit einem separaten Eingang einer separaten Internetverbindung zugewiesen werden. Wenn ihr eine Anfrage, ein Video oder was auch immer übers Internet anschaut, passiert das immer mit sogenannten Packets, mit Paketen. Das heißt, eure Anfragen werden in bestimmten Paketen zum Server B und C geschickt, dort verarbeitet und ihr haltet Pakete zurück. Je nachdem, wie groß eure Bandbreite ist, können diese Pakete schneller oder langsamer über euer Internetverbindung gesendet werden. Das Prinzip vom Channel Bonding sieht jetzt vor, dass der Router in eurem Heimnetz diese Pakete aufteilt. Bedeutet, es geht nicht über eine Verbindung alles raus, sondern die Pakete werden dementsprechend auf die Anzahl der Internetverbindung aufgeteilt und dann wiederum auf einem anderen Endserver zusammengeführt. Bedeutet, die Geschwindigkeit des Senden dieser
dieser Pakete ist nicht auf eine einzelne Verbindung limitiert, sondern kann jetzt über zwei mit doppelter Geschwindigkeit raus. Der Server bei Hetzner oder bei Avoro, wo auch immer ihr ihn dann am Ende bucht, bündelt dann die Verbindung wieder zusammen, muss aber natürlich selber genügend Bandbreite haben, um dann kein Bottleneck darzustellen. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie verständlich. Wir haben also einen Router im Heimnetz, wo die zwei Starlink-Schüsseln rankommen und unser Heimnetzausgang für alles, was wir so an Internet hier im Haus versorgt haben müssen. Der Server teilt dann die Pakete auf, schickt sie dann zu unserem kleinen Server im Datenzentrum, wo die Verbindungen gebündelt werden und dort entsteht dann auch im Endeffekt der finale Internetanschluss. Das heißt, die IP-Adresse, mit der wir später bei anderen Servern auftreten, mit der wir online unterwegs sind, ist auch die von diesem Serverbetreiber, was in dem Sinne auch total cool ist, weil man dort immer bei allen VPS-Anbietern eine statische IPv4-Adresse hat, die man für sein Business also haben möchte. Im Prinzip sind wir da jetzt also schon auf dem Business-Level, was Starlink sonst anbietet. So Leute, die technische Seite habe ich euch ja jetzt schon mal erklärt. Jetzt müssen wir aber noch die Hardware aufbauen. Eine Starlink-Schüssel steht ja schon, aber jetzt kommt hier die zweite dran. So, seit meinem letzten Test soll sich nichts an der Schüssel geändert haben. Ich bin jetzt mal selber gespannt. Die Schüssel kann jetzt hier schon mal auf den Standfuß. Sehr gut. Ich muss sagen, ich finde es selber total spannend, weil wir werden ja gleich die Schüsseln nebeneinander stehen haben. Da die Schüsseln ja wirklich eine Verbindung zu diesen 500 Kilometer entfernten Satelliten herstellen, finde ich es total interessant, ob die sich gegenseitig die Bandbreiten wegsaugen, ob die wirklich alle die gleiche Bandbreite bekommen. Wir werden es alles sehen. Ich finde es super cool. Ich habe ja vorhin schon angerissen, wie das Ganze ungefähr mit dem kleinen Router verbunden wird. Hier bei Starlink an der Seite müssen wir aber noch was beachten. Und zwar ist es ja seit der zweiten Version der Starlink-Router so, dass diese keinen LAN-Ausgang mehr haben. Finde ich total schwachsinnig. Das heißt, wir haben hier unten wirklich nur den Stromanschluss und den von der kleinen Schüssel. Das ist blöd, aber Starlink hat sich hier gesagt, hey komm, eine Ethernet-Buchse hier rein, das wäre ja Wucher. Die sind also hier schön den Apple-Weg gegangen. Das heißt, man muss jetzt hier für 40 Euro noch mal so einen Adapter kaufen. Das Ganze ist jetzt verbunden, das heißt, jetzt brauchen wir das Konstrukt nur noch in die Steckdose stecken und dann können wir drin weitermachen. Und ich habe jetzt super viel geredet und ich weiß, es ist auch kompliziert, aber alle Nerds von euch werden wissen, warum es jetzt hier ungefähr geht und ich verlinke euch natürlich auch alles unten in der Videobeschreibung. Das Projekt, welches das umsetzen kann, ist das sogenannte OpenNTCP Router Projekt. Das ist ein Open Source Projekt, das heißt, ihr könnt euch im Prinzip wirklich jeden kleinen Minicomputer holen, der irgendwie Ethernet Ports hat. Das ist hier zum Beispiel einer, da spielt ihr dann die Software rauf, das geht einfach mit dem USB-Stick, startet ihr vom Image, dann läuft das Teil und das gleiche könnt ihr auch auf der VPS-Seite bei eurem Service Provider. Mit ein paar Commands habt ihr das System aufgesetzt, das Ganze verbunden, das geht also wirklich schon fix. So Leute, der große Moment ist gekommen, es ist soweit. Wir werden jetzt mal ein paar Speedtests hier zusammen anhauen und mal schauen, wie war es vorher und wie viel haben wir jetzt an Bandbreite dazu bekommen durch unser Bonding. Und als erstes machen wir jetzt mal unabhängige Speedtests von den beiden einzelnen Starlink-Schüsseln. Das heißt, es ist jetzt noch kein Bonding. Wir schauen erstmal an, was schaffen die Starlink-Schüssel denn einzeln. Bedeutet, ich hau jetzt den Speedtest hier einfach mal an und wir schauen mal Ping von 39 und die Speeds gehen ganz schön ab, also wow! Ich bin wirklich begeistert, also guck mal, wow, das habe ich noch nicht gesehen. Das habe ich auch in meinen vorigen Dinger noch nie gehabt. Wir haben gerade kurz die 300er Marke hier gehabt, im Download mit einer Starlink-Schüssel und im Upload, na gut, das ist halt das nicht so Schöne an Starlink, da ist man irgendwo um die 20 immer rum. So, ich habe jetzt die zweite Starlink-Schüssel angesteckt, das ist die, die ich jetzt hier schon 9 Monate nutze. Wir schauen mal, was die einzeln schafft. So, und jetzt geht's hoch, wow, 330, also hier zwischen den Speedtests lagen gerade ein paar Sekunden und da haben wir gerade einen guten Satelliten erwischt, wow. Schaut euch mal die Tests vom letzten Video an, vor 9 Monaten, da kamen wir nicht annähernd so hoch. Also da sieht man doch, Starlink wird immer flächendeckender. Leute, jetzt würde ich sagen, bonden wir die beiden mal zusammen und laut unserer Rechnung müssten wir theoretisch irgendwo an 600 im Download und um die 40 im Upload kommen. Mal gucken, ich bin selber sehr gespannt. Beide Starlink-Schüsseln hängen jetzt an unserem Bonding-Router und ich bin hier ganz normal mit LAN-Kabel in meinem Heimnetz und bin hier auch schon auf der Oberfläche von dem Router. Und hier sehen wir auch schon, yo, ich bin gerade über mein MacBook drin, der OpenMTCP-Router, das physische Gerät, was hier bei mir steht, funktioniert, ist auf der letzten Software und auch der ferne Server bei dem Service-Provider, der VPS, der läuft auch, ist hier unten grün. In den letzten 30 Tagen sind hier 730 GB Traffic rübergegangen, also einiges. Spannender wird es aber hier auf der rechten Seite. Da haben wir einmal
einmal unsere erste Starlink-Schüssel und unsere zweite Starlink-Schüssel. Hier sehen wir auch die IP-Adressen und auch die aktuelle Latency, das heißt den Ping. Und da liegen wir gerade bei 23 Millisekunden bei der einen Schüssel, 24 Millisekunden bei der anderen, also wirklich sehr nah beieinander. Und im Endeffekt kann ich jetzt hier natürlich das Internet einfach so nutzen, wie ich es auch sonst tue und merke gar nicht, dass hier irgendwas mit Bonding im Hintergrund passiert. Spätestens auffallen tut mir das Ganze jetzt, aber wenn ich mal auf einen IP-Service gehe, wie findemeineip.de und da einfach mal schaue, was denn meine wirkliche IP-Adresse ist, und das ist nämlich jetzt die von meinem Server-Provider, von dem entfernten Server, der die Internetverbindung wieder zusammenführt. Ihr seht es hier, Data Forest GmbH in Frankfurt am Main steht der Server. Am Ende bringt die Wahrheit aber nur ein waschechter Speed-Test und den hauen wir jetzt auch hier an. Leute, let's go. Ich bin gespannt. Es geht los. Was haben wir für einen Ping? 37 ist in Ordnung und hier geht die Bandbreite hoch. 300 haben wir. Okay. Spannend. Er will tatsächlich jetzt nicht über 300. 330. Okay, was haben wir im Upload? Oha. Okay, Upload waren wir gerade an den 50 dran. Das ist ja spannend. Das finde ich gerade analytisch total interessant. Kann natürlich, und das ist jetzt einfach eine in den Raum geworfene These, den Grund haben, dass wir oben im Orbit die Satelliten haben und ein Satellit bedient gerade beide von meinen Starlink-Schüsseln. Wahrscheinlich ist es dann ein Bandbreitending oder das Load Balancing von Starlink selber, dass hier einfach nicht an beiden Antennen, die auch so nah beieinander stehen, die 600 Mbit ankommen. Und auf der anderen Seite haben wir aber wiederum die Schüsseln, die ja mit ihrer eigenen Sendekraft nach oben in Orbit senden für den Upload und dann doch das Doppelte hinbekommen. Ich kann es mir gerade nicht ganz herleiten. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt es in die Kommentare. Aber es ist ja auch noch nicht vorbei. Wir wollen noch mal ein paar mehr Server hier ausprobieren. Es würde mich nämlich schon wundern, wenn wir hier nicht was Besseres hinbekommen. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt mal nach draußen und werde die Starlink-Satellitenschüsseln ein bisschen auseinanderstellen, also dass die mehr Abstand haben. Und vielleicht haben wir dann Glück. Okay, Leute, wir machen jetzt nochmal einen Speed-Test. Mal gucken, was jetzt passiert. Oh, jetzt zieht's hoch. Wow, 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 wow. Okay, ich habe da nicht zu viel versprochen. 400, 500. Ah, oh, komm, gib mir mehr. Das ist ja geil. What? Also jetzt bin ich völlig ja von allen Wolken. 106 im Upload? Kann doch nicht sein, Leute. Es kann doch nicht sein. Direkt noch einen hinterher. Das ist eine Verfünffachung vom Upload. Ja, 400, 410, 411. Upload ist so krank. Guckt euch das mal an. 90. 90. Ich bin wirklich sprachlos, Leute, weil solche Werte habe ich einzeln noch nie auf einer Starlink-Schüssel gesehen. Okay, jetzt gehen wir hier. Oha, oha. Kurz über den 500 gewesen. Komm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Ich will die 600. Gib ihm! Komm! Nein! Nein! Ja! Wow, Leute! 636 Upload. 90 stand gerade kurz auf dem Upload. Jetzt schnell ich ja komplett ab. Was geht denn hier ab? Wie kann das sein? What the hell? Der Upload 2468, der Upload, der hat sich vervierfacht. Vervierfacht, obwohl wir nur zwei Schüsseln haben. Das muss ja was mit der Technologie zu tun haben, wie die Signale hochgeschossen werden, dass sie sich gegenseitig verstärken oder irgendwie sowas. Ist das Wahnsinn. Also Leute, wenn die Aliens landen, dann jetzt hier heute bei mir. Eine noch offene und ganz entscheidende Frage ist aber, was kostet jetzt das Ganze? Und hier habe ich mal grob was überschlagen. Als erstes haben wir mal den kleinen lokalen Router bei uns im Heimnetz. Die fangen ungefähr bei 30 Euro an und gehen dann bis zu 200 Euro hoch, je nachdem wie viele Ethernet-Ports man haben möchte und so weiter. Dann haben wir natürlich einmal die zwei Starlink-Schüsseln. Ich habe jetzt hier mit dem Mietmodell gerechnet, das heißt 2 × 10 € pro Monat für die Miete der Hardware und dann nochmal 2 × 50 € für den unlimitierten Datenplan. Dann als letzte Instanz gibt es natürlich noch den kleinen Server. Die liegen bei ungefähr 4 bis 10 €, je nachdem welchen Provider man da nutzt und welche Bandbreite man dort auch bucht. Wenn wir aber jetzt mal nur von den monatlichen Kosten ausgehen, sind wir also hier mit meiner Lösung bei ungefähr 130 Euro. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen mit den Kosten, die Starlink für einen Businessplan aufruft, gerade wenn wir priorisierte Daten haben möchten, die hier eigentlich wegfallen, weil wir eh eine auch deutlich höhere Bandbreite als die von Starlink Business
Business haben. Also Starlink Business gibt, glaube ich, knapp über 250 Mbit an. Dann merkt man hier schnell, dass wir mit so einer Lösung dann doch deutlich günstiger dran sind, als wenn man direkt von Starlink das Business-Paket buchen würde. Ja, Leute, was soll ich da jetzt als Fazit noch sagen? Ich muss sagen, mich hat's komplett umgehauen, allein schon, wie stark die einzelnen Schüssen mittlerweile von der Bandbreite her sind. Und wenn man dann noch zwei koppeln kann, dann haben wir hier einen Anschluss, mit dem man schon wirklich viel anfangen kann. Alle Links zu den verwendeten Bauteilen in diesem Video gibt's in der Videobeschreibung. Und wenn ihr solche Videos in der Zukunft nicht verpassen wollt, dürft ihr natürlich sehr gerne auch den Kanal abonnieren und die Glocke gleich dazu aktivieren. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder und bis dahin euch einen ganz schönen Tag und auf Wiedersehen. Ciao!